Urlaub unter Palmen. Und das mitten im Allgäu. Möglich ist das seit 2004 in der Therme Bad Wörishofen. Ausgestattet mit einem umfangreichen Thermen- und Saunaangebot hat sie sich seit ihrer Eröffnung zu einem echten Besuchermagneten entwickelt. Mehr als 725.000 Gäste entspannen hier jährlich und genießen die Südseeatmosphäre. Auf den Tag genau 10 Jahre ist diese Eröffnung jetzt her. Ein Jubiläum, das natürlich gefeiert werden muss. Der Schritt, hier in Bad Wörishofen eine Therme aufzubauen, fiel der Unternehmerfamilie Wundt zunächst nicht leicht. Ich glaube, allein das Menschliche, das Freundschaftliche, das damals Bad Wörishofen mir gegenüber gebracht hat, war der Ausschlag, dass wir die Mut hatten, die Kraft aufgebracht haben, hier in einem Städtchen mit 15.000 Einwohnern, sonst sind wir ja in Regionen, wo die Millionen sind, und trotzdem einen solch fast unvergleichbaren Erfolg. Also das wirtschaftliche Ergebnis vom ersten Jahr an bis heute kann sich mit allen unseren besten Anlagen relativ gut messen. Doch trotz dem überwiegend freundlichen Empfang in Bad Wörishofen habe es zunächst auch einigen Gegenwind gegeben, erinnert sich der Juniorchef Jörg Wundt. Viele hätten sich in dem Kneiport ein anderes Konzept vorgestellt. Auch der Senior erinnert sich an das ein oder andere schwierige Gespräch. Wir waren von Anfang an natürlich mit einer kleinen Sauna, mit der Anekdote, dass sich damals sogar der Klerus von oberster Stelle von Augsburg kommen, die obersten Witze da, schon sagte, Herr Wundt, das können Sie doch nicht tun. Hier in dem schönen katholischen Raum drüber der Pfarrer Kneipp und Sie machen da die Nackten. Das müssen Sie sich doch nochmal überlegen. So war das eine längere Diskussion und ich selbst hätte auch nicht gedacht, dass wir eine solche Dimension erreichen werden im Saunenbereich. Für mich ist Bad Wörishofen Sauna das Beste, was wir haben. Die Besucherzahlen haben von Beginn an auch den lautesten Kritiker überzeugt. Mehr als 6,8 Millionen Gäste konnte das Team der Therme bereits begrüßen, Tendenz steigend. Deshalb wird die Therme auch immer wieder ausgebaut und erneuert. 18 Millionen Euro hat die Familie Wundt seit dem Bau investiert. Der hatte bereits 22 Millionen Euro gekostet. Jetzt sind es 40 Millionen Euro hier nicht verbaut, investiert, gut investiert. Wir sind an Erweiterungsplänen in verschiedene Richtungen. Das muss natürlich sehr überlegt werden. Das muss analysiert werden. Nicht nur einzelne Aussagen natürlich auch, aber auch die Statistiken, die ich mir sehr, sehr genau ansehe. Vergleiche mit anderen Anlagen. Wir haben hier noch Potenzial, obwohl hier so wenig Menschen wohnen. Und wir haben sehr, sehr schöne, große Pläne für alle Bereiche, aber explizit nochmal für den Saunenbereich. Ich denke, zu einem späteren Zeitpunkt zeige ich Ihnen das gerne sehr detailliert. Den Alltag hinter sich lassen, ausspannen und sich einfach etwas Gutes tun. Dieses Gefühl will die Familie Wundt den Thermenbesuchern auch in den nächsten 10 Jahren mitgeben. Und dafür wird sich hier in Bad Wörishofen wohl noch einiges bewegen.